Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem zeige ich euch, wie ihr den TeamSpeak 3 Client richtig einstellt und vor allem installieren könnt. Dieses Tutorial umfasst zum einen mal das Herunterladen und Installieren von TeamSpeak 3. Dann machen wir eine kurze Exkursion zu den Windows-Einstellungen und stellen dort euer Mikrofon erstmal korrekt ein. Und danach stellen wir TeamSpeak 3 korrekt ein. Das bedeutet zum einen das Mikrofon und als zweites eure Lautsprecher bzw. euer Headset. TeamSpeak 3 ist nämlich eine kostenlose Software zur Sprachkommunikation und kann man dementsprechend auch gratis herunterladen. Und das werden wir jetzt erstmal tun. Dazu gehen wir hier einmal ins Internet, nutzen unseren Standard-Webbrowser, hier in meinem Fall Firefox, gehen auf teamspeak.com, Link dazu in der Videobeschreibung, und gehen dann hier auf Downloads und sagen hier, wir wollen den Client. Hier können wir uns nun entscheiden, für welches Betriebssystem wir das Ganze möchten. Ich mache es hier im Tutorial auf Windows, weil es wahrscheinlich die meistgenutzte Plattform für TeamSpeak 3 eben ist. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf Mac, Linux und wer es auf dem Handy machen möchte, das Ganze auf Android oder iOS machen. Wir können uns hier vor allem für Windows und für Linux entscheiden, ob wir das Ganze in einer 32-Bit-Version möchten oder einer 64-Bit-Version. Dazu müssen wir eben wissen, was wir für ein System haben. Dazu gehen wir hier unten auf Start, gehen in die Einstellungen bzw. auf Windows 7, 8 in Systemsteuerung, gehen hier auf System, gehen auf Info und dann sehen wir das Ganze hier bei Systemtyp. Wir haben hier 64-Bit, also können wir auf 64-Bit herunterladen. Das werden wir auch einfach mal tun. Alle, die eben dort 32-Bit stehen haben, sollten sich hier die 32-Bit-Version runterladen. Natürlich kann man auch mit einer 64-Bit-Version die 32-Bit-Version auswählen, aber es ist immer empfehlenswert, die 64-Bit-Version dann auch zu nutzen. Dauert jetzt hier noch einen kleinen Moment. So, hat es dann auch heruntergeladen. Dann können wir den ganzen Browser wieder schließen. Und dann gehen wir hier einmal kurz auf die Downloads und dann finden wir ja das Setup. Das werden wir einmal ausführen. Dann sagen wir hier einmal weiter, müssen den Vertrag hier natürlich durchlesen und dann bekommen wir hier auch das Feldchen frei für akzeptieren, weiter. Dann können wir hier sagen, ob wir die Installation eben für alle Benutzer am PC freigeben möchten. Ich sage einfach mal ja, weil sonst müssen wir fünfmal das Programm installieren. Dann sagen wir hier, wo es installiert werden soll. Ich lasse es hier jetzt mal auf den Standardpfad, ihr könnt einen anderen nehmen, wenn ihr möchtet. Und dann können wir hier festlegen, wo er die Konfigurationsdaten speichern soll, entweder in eigene Dateien, was jetzt eigentlich auch Dokumente-Ordner heißt, oder im Installationsordner. Ich empfehle hier immer im eigenen Dateien-Ordner, da die Installationsordner, also Laufwerk C und dann Programme oder Programme x86, ab Windows 7 mit der Benutzerkontensteuerung hinterlegt sind. Und TeamSpeak meistens dann die Daten nur korrekt nutzen kann, wenn ihr jedes Mal TeamSpeak als Administrator öffnet und dann ist es nicht immer sichergestellt, dass es funktioniert. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, lasst das so, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass es problemlos funktioniert. Dann gehen wir auf Weiter. Overwolf überspringen wir hier, brauchen wir nicht das Plugin, könnt ihr euch später mal installieren, wenn ihr es möchtet. Und gehen auf Installieren. Und dann können wir hier sagen, TeamSpeak Client ausführen. Das machen wir noch nicht, denn wir gehen erstmal noch in die Windows-Einstellungen. Dann sagen wir hier fertigstellen. Danach können wir das Setup hier wieder löschen und dann war es das. Jetzt stellen wir aber als allererstes noch unser Mikrofon korrekt ein, zumindest von Windows aus. Warum? Viele Leute sind immer mit einem falsch eingestellten Mikrofon unterwegs und dann sind sie meistens viel zu leise oder viel zu laut. Meistens hört man auch dann die indische Brotsuppenfamilie noch im Hintergrund, die gerade zum Mittag essen oder sich über irgendwelche Sachen unterhalten, die man einfach nicht wissen wollte. Gerne kommt es natürlich auch vor, dass man die Lüfter von den Laptops hört oder eben andere Sachen. Deshalb stellen wir erstmal unser Mikrofon korrekt ein. Dazu gehen wir hier unten auf den kleinen Lautsprecher, machen einen Rechtsklick drauf und sagen Aufnahmegeräte. Hier habe ich jetzt gerade zwei Mikrofone. Das eine hier, das ist ein Standardmikrofon von meinem Mikrofoneingang am PC. Und das andere ist hier jetzt gerade rein zufällig eine Webcam. Weil die habe ich jetzt aktuell übrig fürs Tutorial. Mein eines Mikrofon hier ist nämlich mit der Aufnahme aktuell blockiert. Deshalb kann ich dieses aktuell nicht nutzen. Wir haben hier also meine Webcam. Das ist kein Problem, weil hier sehen wir auch, je nachdem wie ich rede, bekomme ich hier eben einen Ausschlag. Der Ausschlag ist gut, dass ich den sehe. Würde ich den nicht sehen, bin ich schon viel zu leise.
Ist der, wenn ihr ganz normal vor dem PC sitzt und mit euch selbst mal ein Selbstgespräch führt, die ganze Zeit hier oben, seid ihr auf jeden Fall schon mal zu laut. Wir gehen jetzt also als allererstes mal hin, sagen hier bei unserem Standardmikrofon, was ihr nutzen möchten, also das, was ihr auch auf jeden Fall hier jetzt nutzen wollt, dass es ein Standard-Wiedergabegerät ist. Das geht ganz einfach. Wir nehmen hier mal das andere, hier sagen wir hier unten einfach als Standard auswählen oder wenn wir einen Rechtsklick drauf machen, sagen wir einfach als Standardgerät auswählen und als Standardkommunikationsgerät festlegen. Dann bekommt es hier, wenn wir das ansehen, keinerlei Auswahlfelder mehr, auch keine Haken dazu, das ist es dann einfach. Das Einzige, woran wir das sehen, hier einen kleinen grünen Haken. Wir gehen jetzt hin, machen hier einen Rechtsklick drauf und sagen hier Eigenschaften. Ups, das wollte ich nicht, so. Und dann haben wir hier nämlich ein nettes kleines Fenster. Hier können wir zum einen das Mikrofon mal umbenennen. Wir können das zum Beispiel Webcam taufen. Das würde jetzt auch gerade passen. Wir gehen hier auf Pegel. Und dann haben wir hier so einen netten Regler. Der steht jetzt hier auf 100%. Das bedeutet, die Webcam nimmt mit 100% Lautstärke aktuell auf. Drehe ich das nach unten, seht ihr, wenn ich hier ins Normal rede, der Ausschlag ist weg. Wenn ich das jetzt hier irgendwo hier ab der Stelle, ja hier aber 90% oder so fängt der Ausschlag an, dann ist er hier relativ weit unten. Das bedeutet, ich bin relativ leise eigentlich immer noch. Deswegen muss ich das hier auf 100% belassen. Okay, meine Webcam ist jetzt ein Stück weit von mir weg. Das bedeutet, ich komme sowieso nicht bis ganz hier hoch, es sei denn, ich schreie hier rum wie so ein Irrer. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir etwa so zwischen der Hälfte und dem obersten oder eins darunter von diesen kleinen Anzeigefelderchen hier auf jeden Fall uns einpegeln können. Das heißt, ihr müsst jetzt hier mit diesem Mikrofonpegel hier ein bisschen rumspielen und immer mal ein bisschen reden, mal ein bisschen lauter werden, mal ein bisschen leiser werden und gucken, dass es hier passt. Wenn das hier passt, dann könnt ihr schon mal sicher gehen, dass ihr von Windows zumindest laut genug aufgenommen werdet. Bei Windows ist ausschlaggebend, wie laut wir nachher auch in Teamspeak sind. Über Erweitert solltet ihr auf jeden Fall hier unten die Haken entfernen, dass einige Anwendungen, vor allem dann Teamspeak und vor allem Skype, nicht die volle Kontrolle über euer Mikrofon bekommen. Hier oben könnt ihr noch eine Abtastrate auswählen. Ich habe das jetzt hier auf 48.000 Hertz gestellt. Macht wie ihr wollt, nur macht es nicht unter 44.100 Hertz, weil sonst hört ihr euch an, als würdet ihr mit einer Blechbüchse reden. Einige Mikrofone können nicht mehr als zum Beispiel 16.000 Hertz. Okay, das sind meistens dann USB-Mikrofone, die sich eh nicht gut anhören, aber mal davon abgesehen. Guckt, dass ihr hier das Maximale auswählt. Also zwischen 44.100 Hertz und 48.000 Hertz seid ihr gut dabei. Mehr braucht ihr auch nicht. Einige Soundkarten können noch ein bisschen mehr, aber ihr braucht es tatsächlich nicht. Habt ihr das so eingestellt, dass ihr laut genug seid, können wir weitermachen. Jetzt müsst ihr einen Schritt machen, den ich euch nämlich nicht zeigen kann. Geht in Skype rein, soweit ihr das installiert habt, und entfernt dort in den Einstellungen bei Mikrofon und bei Wiedergabe den Haken, dass Skype die Aufnahmelautstärke eures Mikrofons anpassen kann. Macht den um Himmels Willen raus. Und das ist jetzt nicht nur ein Vorschlag, das ist ein Befehl. Weil sonst verkackt ihr sowieso mit den Einstellungen und Skype kann die Einstellung sowieso nie korrekt setzen. Das konnte es noch nie und es wird es wahrscheinlich auch nie können. Habt ihr den rausgemacht, können wir weitermachen. Indem wir hier übrigens noch auf Übernehmen klicken und auf OK. Dieses Fenster können wir jetzt schließen. So, nun können wir Teamspeak öffnen. Mit einem Doppelklick geht's auf. Hier bekommen wir nochmal die Lizenz angezeigt. Hier müssen wir das alles nochmal durchlesen. Davor bekommen wir hier den Ich akzeptiere Button nämlich nicht frei. Und dann macht er hier uns schon so ein nettes kleines Setup auf. Wir gehen hier einfach mal auf Weiter. Geben hier einen Nutzernamen an. Gehen auf Weiter. Und dann können wir hier festlegen, ob wir eine Sprachaktivierung haben möchten oder Push-to-Talk. Sprachaktivierung ist einfach, wir setzen einen Mindestpegel fest. Meistens wir schweigen und lassen irgendwie den Rechner nebendran laufen. Dann haben wir den Mindestpegel. Ab dem geht es nicht an. Sobald wir reden, aktiviert automatisch Teamspeak unser Mikrofon und man kann uns hören. Wenn wir Push-to-Talk machen, dann müssen wir jedes Mal eine Taste drücken, um zu reden. Ist vielleicht fürs Online-Gaming nicht gerade so gedacht. Aber wenn man viele Hintergrundgeräusche hat und nicht unbedingt was zockt oder schreibt, dann kann das auch mal eine gute Möglichkeit sein. Wir lassen hier das Ganze einfach mal fürs Tutorial auf Sprachaktivierung.
Klicken wir weiter. Und dann sehen wir. Wir hören uns selber. Wir hören es auch. Da das jetzt für die Aufnahme relativ nervig ist, werde ich jetzt hier sowieso meine Stimme doppelt muten, weil doppelt mal mich hören ist, glaube ich, fürs Tutorial auch ziemlich nervig zum Zuhören. Jedenfalls sehen wir hier einen Ausschlagsbalken und da hüpfen auch immer zwei Pfeile gerade so ein bisschen wild hin und her. Wenn ich jetzt einmal schweige, dann wird der Pfeil etwa hier wieder aufschlagen. Etwa hier, wo jetzt mein Mauszeiger ist, ist meine Ruhezone. Wenn ich schweige, bin ich etwa mit dem Pegel hier. Das heißt, ab dieser Stelle könnte ich theoretisch jetzt diesen Regler hinsetzen, der aktuell auf 0 dB steht. Das bedeutet, ich kann jetzt zum Beispiel hingehen, diesen Regler hier etwa hier hinsetzen. Hier weiß TeamSpeak jetzt, wenn der Schallpegel unter diesen Regler hier fällt, kann ich das Mikrofon ausschalten. Und ihr seht auch, wenn ich rede, dann geht der Schallpegel immer weiter höher, hier bis zu auf 20. Ob es jetzt Prozent oder Dezibel sind, keine Ahnung. Jedenfalls, hier würde jetzt TeamSpeak problemlos mein Mikrofon aktivieren. Jetzt müsst ihr selber den Wert finden, welcher ist für euch perfekt. Das heißt, schweigt, macht irgendwie mal mit den Händen ein bisschen was und raschelt mal ein bisschen rum. Dann seht ihr ja, wie weit es hier ausschlägt. Und redet natürlich dann irgendwann und guckt, ob dann dementsprechend das Ganze hier im richtigen Rahmen eingestellt ist. Hier muss man ein bisschen rumspielen, funktioniert nicht immer direkt beim ersten Mal. Meistens ist es auch gar nicht schlecht, wenn man noch andere Leute dann über TeamSpeak hat, mit denen man reden kann. Die geben einem meistens dann immer gut Feedback, wenn es nicht richtig ist. Und dann müsst ihr hier ein bisschen rumstellen. Wenn ich den Regler hier hinsetze, dann würde TeamSpeak nie angehen und ich wäre auch dann dementsprechend nicht hörbar. Deshalb müsst ihr gucken, dass es hier irgendwo ist. Haben wir das dann irgendwie perfekt eingestellt, können wir wieder weitergehen. Und dann können wir hier nämlich noch ein paar Shortcuts zuweisen, mit denen wir TeamSpeak muten möchten. Das sind dann ganz einfache Tasten auf der Tastatur. Damit können wir TeamSpeak beispielsweise dann muten, also unser Mikrofon muten und die Lautsprecher muten. Wenn wir zum Beispiel in-game sind, ist das relativ praktisch und müssen nicht hier auf die beiden Mute-Button draufdrücken. Ich kann jetzt hier beispielsweise mal auf dem Numpad 1 und 2 dafür belegen. Ist ja egal. Müsst ihr gucken, welche Tasten für euch aktuell zur Verfügung stehen. Dann gehen wir noch auf Weiter. Können wir hier noch ein Sprachpaket auswählen, welches wir haben möchten. Ich lasse es mal auf weiblich. Der männliche hört sich so pädophil an. Dann können wir hier noch sagen, die zwei Haken raus und abschließen. So. Nun haben wir TeamSpeak eigentlich fast korrekt eingestellt. Was jetzt noch fehlt, ist die Wiedergabequelle. Dazu gehen wir hier noch einmal in die Einstellung, gehen hier auf die Optionen, gehen dann hier auf Wiedergabe. Und dann guckt ihr hier, dass bei Wiedergabegeräte euer richtiges Wiedergabegerät ausgewählt ist. Habt ihr mehr als zum Beispiel einen Lautsprecher angeschlossen, ist die Liste hier auf jeden Fall größer. Bei mir wäre jetzt zum Beispiel noch ein Headset dran, eine Aufnahmekarte, meine Anlage, USB-Headsets und so weiter und so fort. Deswegen guckt auch, dass der richtige Ausgang aktiviert ist. Bei mir gibt es jetzt hier nur den Standard, was automatisch auch der Lautsprecher hier ist, deswegen kann ich das hier auf Standard belassen. Zusätzlich könnt ihr hier die Lautstärke schon mal einstellen, was automatisch verstärkt werden soll, beziehungsweise verringert werden soll. Ihr seht hier immer auch eine Dezibelangabe. Meistens ist es gerne mal so, dass Leute auf TeamSpeak immer viel zu leise sind, weil die Mikrofone einfach nicht so gut sind, die sie nutzen. Deswegen habe ich persönlich das Ganze immer so auf 9 dB, aber müsst ihr selber herausfinden. Indem ihr hier auf den Testton abspielen klickt, könnt ihr ja gucken, ob es zu laut ist oder nicht. Hier drunter habt ihr noch einen Regler für die Lautstärke des Soundpacks. Das bedeutet die nette weibliche Stimme, die immer sagt, ob ihr gemutet seid oder ob aktuell jemand in den Channel reinkommt oder lieft. Hier könnt ihr eben noch die Lautstärke anpassen. Also auf 0 dB wäre es normal laut. Wenn wir das auf minus 40 stellen, dann wäre sie nicht mehr hörbar. Deswegen könnt ihr das so einstellen, wie ihr möchtet. Habt ihr das Ganze dann so angepasst, geht ihr hier auf Anwenden und auf OK. Nun können wir uns auf einen Server begeben und normal mit Personen reden, denn die werden uns jetzt garantiert verstehen. Dazu gehen wir hier oben auf Verbinden, gehen hier einfach mal auf Mein Server, sonst haben wir hier gleich ein Personenchaos. Moment, da bin ich auch noch drauf. Tutorial. So, und dann noch ein Leerzeichen dazwischen. Ich bin jetzt schon auf dem TeamSpeak-Server mit meinem Account. Ich würde jetzt da mit nur Hörlinien mich nicht draufkommen. Und sage hier verbinden. So, hat es kurz geruckelt. Und dann sehen wir hier, wir sind hier. Und hier haben wir jetzt eine Liste. Da bin übrigens ich. Und dann haben wir hier eine nette Liste, wo wir reingucken können.
Und wenn wir jetzt beispielsweise hier in einen Channel wechseln, wo wir reden können, dann seht ihr auch, meine Lampe färbt sich jetzt hier von dunkelblau, wenn ich schweige, auf hellblau, wenn ich rede. Das bedeutet, wenn ich schweige, stellt TeamSpeak mich automatisch wieder ab. Und wenn ich rede, macht er mich automatisch wieder an. Mit Push-to-Talk müsste ich jetzt jedes Mal die Taste drücken. Wenn ich jetzt die Taste 1 auf dem Notepad klicke, dann bin ich automatisch mit dem Mikrofon gemutet. Das erste Mal kommt hier auch so eine Meldung. Und dann können wir sagen, deaktivieren, dann bleibt es auch deaktiviert. Und dasselbe können wir dann auch mit der 2 auf dem Numpad machen für die Lautsprecher. Wenn ich nur eben das Mikrofon mute, dann hören mich die anderen nicht. Und wenn ich die Lautsprecher ebenfalls mute, dann höre ich die anderen nicht. Das bedeutet, so können die mich nicht mehr hören, aber ich kann sie hören. Und so kann ich die auch nicht mehr hören. Und die können mich auch nicht mehr hören. So, das war eigentlich das komplette Hexenwerk, wie man TeamSpeak und sein Mikrofon korrekt einstellt. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich nebenher noch ein bisschen nachmachen und ein bisschen herumspielen, dass euer Mikrofon perfekt eingestellt ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr noch einen TeamSpeak-Server sucht, schaut gerne hier auf dem hier vorbei, den stelle ich frei zur Verfügung. Hier könnt ihr so oft drauf gehen, wie ihr möchtet. Ist kein Passwort drauf, deswegen ist frei für alle da. Alle Informationen zu diesem TeamSpeak-Server findet ihr auch auf meiner Homepage sowie auf germania.dk. Wenn das Tutorial gefallen hat, dann hinterlasst das Däumchen nach oben eben da. Ein Abo wäre auch nicht schlecht, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neuen Tutorials mehr. Und wenn noch Fragen da sind, stellt die unten in den Videokommentaren. Doch, eins möchte ich da nur dazu sagen. Ich werde nicht euch helfen, ein gutes Mikrofon auszuwählen. Und ich werde euch nicht dabei helfen, euer Mikrofon richtig einzustellen. Dafür ist dieses Tutorial da und ich werde euch auch nicht helfen, Skype zu reparieren oder euer Mikrofon zu reparieren. Ich habe hier das Tutorial gemacht und damit war es das. Es gibt 1 Million Mikrofone und es gibt auch verschiedene Soundkartenhersteller, die auch jeder verschieden in den PCs drin hat, die auch immer verschieden funktionieren. Manche sind vorteilhaft, manche sind nicht so vorteilhaft in dieser Sache. Deswegen gibt es dort auch immer verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann nicht alles wissen und ich kann dort auch nicht für alles Support geben. Deswegen versucht dieses Tutorial umzusetzen. Wenn es nicht funktioniert und ihr einen Fehler habt, dann gebt diese Fehlermeldung in der Suchmaschine eures Vertrauens ein und guckt mal, was die so ausspuckt. Garantiert wurde euer Fehler schon 1 Million Mal im Internet gelöst. Bis dahin, haut rein!